Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nier Automata. Und wir sind jetzt mittlerweile auf der Erde gelandet und müssen jetzt Informationen über unsere Truppen, die hier anscheinend schon auf der Erde sind, sammeln und herausfinden, was sie alle schon gesammelt haben, beziehungsweise was schon vorgefallen ist. Ich habe keinen Zugriff drauf. Okay, das kann ich jetzt noch nicht öffnen. Würde mich mal interessieren, wann ich es denn öffnen kann. Also ich sammle ja manchmal oder vorhin, also in der ersten Folge, man sieht immer ihr Höschen, es tut mir leid, aber ich gucke immer auf ihr Höschen, wenn sie so steht. So, einmal bitte umdrehen. In der ersten Folge gab es ja auch schon solche Kisten. Und in der ersten Folge habe ich auch schon so Key-Fragmente, würde ich fast sagen, gefunden. Damit meine ich eher so, wie hießen denn? Kaputte Schlüssel, glaube ich. So wurden die genannt. Okay, hier kann ich nicht rein. Nein, hier kann ich nicht rein. Und vielleicht können wir die irgendwie miteinander vereinen oder aufbauen. Oh, da hinten ist noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Um dann einen kompletten Schlüssel bauen zu lassen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt nur eine Idee gewesen. Pflanzensaat enthalten. Okay, Pflanzensaat habe ich gefunden. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Gut, dann gehen wir mal hoch. Und schauen wir mal, was wir hier finden. Ruinenstadt. Target location acquired. Marking on map. Proposal. Proceed to target location. Minikarte. Die Minikarte in der rechten unteren Bildschirmecke zeigt dir das Gelände rund um deinen aktuellen Aufenthaltsort an. Das Symbol zeigt dir dein Ziel, also richte dich danach, falls du dich verläufst. Gut, das machen wir. Die Karte zeigt sich, genau, die Karte zeigt sich, wenn wir gehen. Ich muss euch sagen, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie bei The Last of Us. Einfach wegen den, natürlich jetzt vom Grafikstil und da kann dieses Spiel, finde ich, jetzt bei Last of Us nicht mithalten. Allerdings so vom Konzept her, meine Güte, weil da habe ich es auch wieder mit der deutschen Sprache. Also einfach, dass die Bäume übersät sind von Pflanzen, dass hier anscheinend keiner mehr wohnt und dass hier alles komplett verlassen aussieht. Das kennen wir ja auch schon von The Last of Us und deswegen finde ich, sieht sich das doch schon ein bisschen ähnlich. Oh gut, wir fahren mal weiter, fahren nicht, wir gehen mal weiter. So, was haben wir denn hier? Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts verpasst. Und wir können, meine ich nicht, nee, es ist nicht möglich runterzufallen. Also wir können nicht sterben, wenn wir runterfallen, denn es ist uns gar nicht möglich runterzufallen. Also passiert hier nichts. So, aber wir müssen jetzt hier rein. So. So, könnt ihr mal, Leute, könnt ihr mir mal sagen, was das ist? Ich sehe die ganze Zeit. Guck mal bitte. Man sieht die ganze Zeit den Hintern. Das, ich glaube, ich muss mir mal, bestimmt gibt es irgendwas dazu. Wir haben irgendwelche Leute was dazu geschrieben, dass man das extra, dass die Macher das wahrscheinlich extra gemacht haben. Aber gut, ich möchte mich davon jetzt nicht aufhalten lassen. Wir müssen zum Punkt gehen. Bevor wir aber da entlang gehen, gehe ich ja immer hier ein paar Umwege. Okay, wir können hier geradeaus oder wir können hier rechts. Oh, das ist hier so ruhig. Das ist die Frage. Ist hier noch irgendwas? Ich sehe hier oben nichts. Ein bisschen trist hier oben. Würde ich mal behaupten. Okay, ich nehme die Treppe. So. Ach, hier ist noch ein Aufzug. Können wir auch da runter? Huiuiui! Ja, da können wir runter. Da können wir runter. Okay, haben wir hier eine Treppe? Wir haben hier eine Treppe. Wir können auch nach oben. Können wir springen? Ah, wir können springen. Dann machen wir das doch. Geht schneller. So, bis wann? Achso, ist hier oben überhaupt was? Ich weiß es nicht. Okay, hier können wir anscheinend noch nicht lang. Nee, hier können wir noch nicht lang. Kein Problem.
Was passiert eigentlich, wenn wir springen? Uiuiuiui. Okay, ich glaube, springen ist nicht gut. Oh, wow. Kann ich denn hier abspringen? Waren wir gerade hier? Ja, wir waren gerade hier. Gut, ich laufe mal lieber über die Treppe. Dann habe ich so ungefähr im Blick, in welchem Stock wir uns befinden. Die Musik ist sehr angenehm. Ich schau immer mal, ob hier irgendwas ist. Gott, ist das hier dunkel. Hier können wir rausgucken. Gut, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht vielleicht immer die Treppe nehmen. Wir können jetzt auch einfach hier runter gehen. Sind wir schon wieder im nächsten Stockwerk. Ich weiß, wir hätten auch den Aufzug nehmen können, aber da bin ich mir einfach nicht sicher, ob wir... Ich glaube, hier ist irgendwo eine Maschine. Ich höre was. Ich gucke immer nur, ob hier noch irgendwas ist, aber anscheinend nicht. Ach, die Maschine ist wahrscheinlich draußen. Wir können hier aber noch weiter runtergehen. Gucken wir uns erstmal, können wir noch irgendwo lang? Nein, können wir nicht. Okay. Wir sind wieder im weiteren Stockwerk. Oh, vielleicht hätte ich doch den Aufzug nehmen sollen. Nee, sowas können wir nicht kaputt machen. Ich glaube, dahinter ist doch was, oder? Tatsächlich, dahinter ist was. Da werden die mir doch angezeigt. Und wie kann ich jetzt da durch? Ich habe eine Idee. Na, war ganz ehrlich. Ich kann Maschinen damit zerstören, aber Steine nicht. Wie komme ich denn da hin? Weiß ich nicht. Ich würde übrigens mal ganz kurz was es Fähigkeiten, Info, Karte, Aufgaben soll das wahrscheinlich halt Gegenstände. Stärkungsmittlere Erholung. Habe ich noch eins? Hätte ich vielleicht was kaufen sollen. Wusste ich jetzt nicht. Pflanzensaat. Der Samen einer Pflanze ist scheinbar schwierig anzubauen. Okay. Gut, dann lassen wir es erstmal mit der Erholung. Ach, da ist was, da ist was, da ist was. Eine Kiste. Hallo, hallo. Einmal öffnen, bitte. Ja. Nahabwehr plus erhalten. Woo. Geil. Also. Ach, hier sind die. So. Weg mit euch. Ich dachte, die wären dahinter. Das hat sich irgendwie so angehört, als wären sie dahinter gewesen gerade eben. So, und anscheinend lohnt es sich hier mal ein bisschen sich umzuschauen. Gerade eben haben wir ja die Kiste gefunden. Hier ist anscheinend nichts. Gott, wie schnell die ist. Hier ist auch nichts. Auch nicht. Nichts. Von hier würden wir dann kommen. Hier ist die Leiter. Geht es eigentlich weiter? Es geht noch weiter nach unten. Tatsächlich. Ah, Kaschmir. Okay. Silbererz erhalten. Was haben wir hier? Kleine Erholung. Ich habe jetzt keinen Zugriff darauf. Boah, das ist ärgerlich. Warum denn nicht? Was muss ich denn dafür machen? So. Wir sind unten angekommen. Oh, oder hier ist was. Eisenerz erhalten. Die Musik ist unglaublich angenehm.
Guck mal, das Ding interessiert sich einfach gar nicht für uns. Ich muss es jetzt leider töten. Ah, da ist noch ein Ding. Hä, wo denn? Aber die tun uns ja gar nichts. Und wir töten diese Viecher. Ich weiß nicht, ob das so nett ist. Was ist denn da hinten? Da hinten ist was Rotes gekennzeichnet. Aber wir müssen dorthin. Ach, guck mal. Tiere. Tun die uns weh? Wir können es angreifen. Oh Gott, ist aber nicht so gut, wenn wir es angreifen können. Ich hoffe nicht, dass uns das Tier wehtut. Oh, okay. Oh Gott. What the fuck? Okay. Okay. Das Tier tut weh. Oh, ja. So. Gegenstände. Mittlere Erholung. Verwenden. Bitte. Lass uns das jetzt in Ruhe. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu stark für uns. Oh, Mann. Das tat weh. Das Ding ist, da hinten ist was. Warum greift es uns denn an? Das traue ich mich nicht, dahin zu gehen. Klasse. So, was ist da? Vielleicht ist das vielleicht eine Nebenquest? Ach, gegen... Alert. Access point communications jammed. Interessieren sich nicht für uns, ne? Die interessieren sich nicht für uns. So. According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. It's pretty weird. Ach, hätte ich die gar nicht zerstören müssen? Okay. Ja, die haben mich tatsächlich auch gar nicht angegriffen. Karteninformation freigeschaltet. Schnell speichern. Cool. Also gut, dass wir da hingegangen sind. Fortschritt speichern. Okay, habe ich gemacht. Posteingang. Wir haben nichts bekommen. Map data obtained from bunker. Data may be displayed from the system menu. Map data, huh? It's hard to get an accurate picture from this. Our satellite resolution isn't so hot. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get in your way, do you? Ach, okay, ich konnte jetzt nicht hier... Ich habe schon gewundert, warum kann ich den jetzt nicht B klicken? Aber wahrscheinlich, weil er gerade gesprochen hat. Deswegen. So, was haben wir hier? Kupfererz erhalten. Dankeschön. So, ist das... Ah, ich ist immer noch da. Ich traue mich gerade nicht, dahin zu gehen. Oh. Irgendwie tut mir die ja leid. Tut mir wirklich leid. Defekter Schlüssel, das meine ich. Also diese Schlüssel meine ich. Da habe ich irgendwie die Vermutung, dass wir die vielleicht irgendwie miteinander verbinden können, zusammensetzen können, was auch immer. Ist die Frage, kommen wir hier noch hin? Wahrscheinlich, oder? Wartet mal ganz kurz. Haben wir hier eine Map? Kartenmodus. So, Zoom. Einmal rauszoomen, bitte. Ja, okay, da gehen wir bestimmt noch hin. Zu 100% gehen wir da noch hin. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal da entlang. Oh, okay. Mhm, alles klar. Gut, das sind, glaube ich, so Sachen. Und da werden es wahrscheinlich auch Gegner geben, die nicht unserer Liga entsprechen. So, ich gehe vielleicht noch ein bisschen, was, aber nicht weit. Kupfererz erhalten. Ups, ich wollte nicht zurückgehen. Du kannst ja eigentlich hier überall rein, oder? Ach, kann ich mich bücken? Kann ich hier rein? Nee, das geht nicht. Oh, da hinten ist noch was. Ist auch noch was. Mein Gott, man muss ja richtig sammeln gehen. Oh, oh. Physische
TD erhalten. Keine Ahnung, was das ist. Kupfererz, das sind physische VTD. Physische VTD. Wichtige Gegenstände. Hier nicht. Ach, da kann ich mein... Da kann ich mein Pott. Anscheinend heißen die so. Nee, Pott heißen die wahrscheinlich nicht so. Pappkartonpott. Retobrotpott. Retro-Graupott. Da wahrscheinlich heißen die so. Ausrüsten. Okay, defekter Schlüssel. Warte mal, da war gerade ein defekter Schlüssel. Ein kaputter, unbenutzbarer Aufziehschlüssel. Okay. Silbererz. Menschen werten damit Dämonen ab, doch Maschinen sind dagegen unempfindlich. Eisenerz. Angebautes Erz mit Eisen kann durch Erhitzung auf 2000 Grad in einen Ofen zu Eisen werden. Kupfererz. Roherz mit Kupfer. Normalerweise muss man es ausgraben. Hier liegt es einfach nur überall rum. Okay, Unterstützungsgegenstände. Okay, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Vielleicht, wenn ich im Kampf bin. Kleine Erholung, Salbe. Ach, das waren alle. Okay, ja, dann weiß ich es nicht. Aber vielleicht bei Waffen. Huch, Entschuldigung. Vielleicht bei Waffen. Waffen 2%. Okay, nee. Weiß ich nicht. Müsste ich dann nochmal gleich gucken. Persönlich. So. Plant life has claimed most of the central area. Big plants, too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Hmm. Wonder if there are any huge boars and such, too. Oh ja, bestimmt. Wenn wir jetzt schon solche Riesenelche gesehen haben, dann wird es bestimmt auch Riesenschweine geben. Aber interessant zu wissen, die Vegetation ist jetzt hier viel größer geworden. Können wir hier rein? Ach, warum kommen wir denn hier nicht rein? Mensch. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird irgendwie eine Aufgabe, dass wir das alles zerstören müssen. Eliminate enemies in vicinity and restore access point immediately. Irgendwie will ich die aber gerade nicht zerstören. Und die greifen uns gar nicht an. Interessiert die nicht. Interessiert die wirklich nicht. Oh Mann. Okay. Karteninformation freigeschaltet. Schnell speichern. Ja, bitte. Mein kleiner Finger ist eingeschlafen. Ah, eklig. Nicht schön. Hauseingang. Da habe ich jetzt keine Nachricht bekommen, dass ich irgendeine E-Mail. Nee, habe ich nicht. Sehr merkwürdig. Ich glaube, ich vermute fast, dass es eine Aufgabe sein wird. Das habe ich übersehen. Kupfererz erhalten. Also ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal zur Aufgabe hin. Und eventuell, es ist jetzt meine Vermutung, ich habe absolut keine Ahnung, ob das eintreffen wird, sagen die uns, dass wir die ganzen Roboter, die hier in der Nähe sind, die sich an dem Kasten befinden, zerstören sollen. Ich weiß es aber nicht. Schauen wir mal. Speichern möglich, okay? So. Ist aber eine ganz schnelle hier. Kann ich mich hier eigentlich verstecken? Nee. Ach, die... Ist ja süß. Die läuft da so durch. Also als würde sie stolpern. Okay, das hält einen auf. Ja, natürlich. Eigentlich kann man auch nicht so durch hohen Busch rasen. Okay, hier ist nichts. Also, ich finde das schon sehr schön hier. Aber auch ein bisschen... Ja, vielleicht übertreibe ich gerade ein bisschen, aber ich finde es hier ein bisschen... Ja, vielleicht nicht trostlos. Gut, die Erde ist jetzt verlassen. Verständlich, dass es hier wahrscheinlich auch so aussieht. Aber... Es ist doch sehr wenig los. Auch in den Gebäuden. Also alles leer. Oh, nein, ich geh weg. Ich geh weg. Vor denen habe ich Angst. Nee, ich möchte die nicht angreifen. Ich lasse die in Ruhe, die lassen mich in Ruhe und alles ist wunderbar. Müssen wir hier hoch? Ich weiß gar nicht.
Okay, wir müssen auf jeden Fall da entlang. Oh, hier ist noch was. Können wir irgendwie rein? Hier ist natürlich gesperrt. Klasse. Komm, hier ist eine Lücke. Hier ist eine... Jeder normale Mensch, vor allem in ihrem Körperbau, würde da durchpassen. Aber gut, wir nicht. Da können wir anscheinend auch nicht entlang. Oder? Nö, können wir auch nicht. Lass mich mal eben schauen. Dann müssen wir vielleicht doch den großen Weg nehmen. Ach. So, da müssen wir rein. Markieren. Okay, wo können wir hier durch? Wartet mal, hier ist alles gesperrt. Guck mal, da ist doch eigentlich ein Eingang, aber da komme ich nicht durch. Ich müsste einmal eine komplette Runde machen anscheinend. Okay. Okay, dann machen wir das doch. Ich schaue nochmal, ob ich hier irgendwo rein kann, aber ich glaube nicht. Nee, ich übersehe hier auch, glaube ich, gar nichts. Nö. Verrückt. Gut, dann soll es jetzt hier nicht gewesen sein. Können wir hier hoch? Ja, können wir. Ach, Kaschmir. Ja gut. Hier hätten wir auch durchgekonnt wahrscheinlich. Yep. Oh, da ist ein Wasserfall. Ein ganz kleiner Wasserfall. Oh. Das gefällt mir hier schon viel. Oh Gott. Angelbeginn. Das gefällt mir hier schon viel besser. Commencing. Werfen, einholen. Okay, wir werfen. Ach, was? Hä? Ah. Ach, unser, ach, das ist ja süß. Unser Helferlein. Catch lost. Oh, Angel beendet. Complete. Okay, das ist sehr süß gemacht. Das ist wirklich niedlich gemacht. Gefällt mir richtig gut. Greift er uns an? Der greift uns gar nicht an. Warum zerstöre ich die denn überhaupt? Da brauche ich die doch gar nicht zu zerstören. Hä? Oh Mann, das wusste ich nicht. Die greifen mich gar nicht an. Warum greifen die mich denn jetzt nicht an? Also, achso, das ist ja das, was gerade, glaube ich, vorhin 9S meinte. Manche Roboter starren einfach durch die Gegend und machen nichts. Das ist mir nicht aufgefallen. Dann möchte ich die jetzt aber auch nicht angreifen. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat. Complaint. Na, ich muss dich ja noch werfen. Entschuldigung. Okay, bedeutet das jetzt vielleicht, dass er was hat? No response. Oh. Complete. Vielleicht sind hier einfach keine Fische. Probier es noch einmal. Commencing fishing. So. Und die guckt einfach zu. Ey, sitzt die irgendwo? Die sitzt auf dem Stuhl. Ich fass es nicht. Oh. Ah, da habe ich, glaube ich, gerade gepennt. Report failed. Complete. Die sitzt auf dem Stuhl. Ne. Commencing. Das ist ja cool. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss ihn holen, wenn er eintaucht. Oder? Der ist gerade eingetaucht. Ja, jetzt? No response. Ach, verdammt, nochmal.
Ich warte. Oder vielleicht sieht man, muss man die Fische sehen. Und hier sind einfach gerade keine. Catch lost. Ah, okay. Hauptsache, da wird ein Stuhl hin teleportiert. Was zum. Das hätte ich auch gerne. So gerade so. Oh. Wobei, das bräuchten wahrscheinlich Männer, wenn sie mit ihren Freundinnen shoppen gehen. So gerade wird es gerade ein bisschen kritisch. Meine Beine tun weh. Sonst sind sie aber immer unterwegs. Jetzt bräuchte ich einen Stuhl. Das wäre mal eine Erfindung wert. Ist mir gerade erst gar nicht aufgefallen. Absolut nicht. Und vor allem ist mir nicht aufgefallen, dass man die nicht töten braucht. Dann werde ich das jetzt auch nicht machen. Ha, hier ist noch was. Kristall. Ein Kristall haben wir erhalten. Schade, dass wir in die Häuser nicht reingehen können. Das hätte ich mir nochmal gerne angeschaut. Huch, huch. Nope, hier ist aber. Hier ist noch. Nee. Hier ist nichts. Nee, aber ich greife die Roboter jetzt nicht an. Ich fand die schon in der ersten Folge süß. Die finde ich immer noch süß und deswegen lasse ich sie jetzt so. Okay, wir müssen hier entlang. Oh. Da sind aber sehr viele Roboter. Ah, nee, das sind Menschen. Ja, Menschen getroffen. Widerstandslager. Wir haben euch gefunden. Okay, ich hätte hier am besten direkt als alles. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. Das machen wir doch. Oh, was hast du denn für eine spacey Brille auf? Ist auch ein bisschen orange geworden, wa? Oh Gott, das sieht irgendwie richtig creepy aus. Widerstandsmitglied, bist du neu hier? Oder bist du auch neu hier? Nein, bin ich nicht. Ey, du gehst weg, ich möchte mit dir reden. Unsere Anführerin Anemone. Anemone, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich spreche es falsch aus. Ich spreche es bestimmt falsch aus. Hat hier das Sagen. Stell dich am besten zunächst bei ihr vor. Okay, das machen wir. Und wer sind Sie? Hier haben wir aber das erste Mal auch Männer mit dabei und ein Roboter. Seltsame Widerstandsfrau. Was bist du denn? Ihr seid die Neuen von der Jura-Einheit? Dann solltet ihr euch bei unserer Anführerin blicken lassen. Okay, möchtest du mir nicht erklären, wer du bist oder was du bist? Irgendwie sieht sie wunderschön aus, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, irgendwie kann ich mich gerade nicht an ihr. Ich muss sie mir die ganze Zeit ansehen. Okay, wen haben wir denn hier? Oh, der Neuzugang. Hör dir am besten an, was der Hauptmann da drüben zu sagen hat. Okay, ich glaube, mehr können wir auch einfach nicht jetzt machen. Oh, hallo, Sie sind von der Johannes. Wir haben schon erwartet, haben Sie schon unsere Anführung? Ja, okay. Gut, dann gehen wir zuerst dahin. Oh, hier haben wir noch was. B, nehmen wir mit. Kleines Gegenglück, Goldglück wahrscheinlich. Freut mich, die kennenzulernen. Okay, wir sprechen gleich mit denen. Wir gehen erstmal zu der lieben Anführerin. Oh, da geht es auch noch entlang. Okay, gut. So, wieder eine Frau, wieder eine Anführerin. Du bist Number two. Nummer zwei. Hm? You know about 2B? Yes, well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Okay, an mir ist anscheinend irgendwas Besonderes. So, jetzt bitte. Der Name war natürlich jetzt komplett falsch bei mir. Anemone? Ich kann es nicht aussprechen. Tut mir leid, ich kann es einfach nicht. Das ist nicht meine Sprache. Nahabwehr Plus erhalten. Okay. So, können wir mit dir sprechen? Nein, können wir nicht. Der Widerstand in dieser Gegend hat seine Basis hier. Deshalb muss alles, Personen und Material, exakt verwaltet werden. Okay, hier haben wir eine Kiste.
Oh, schönes Lied. Kleine Erholung. Ich lese immer keine Erholung halten. Sollen wir uns etwas ausruhen? In Ordnung. Kleine Erholung erhalten. Oh, das ist ja nett. Das hat er mich gedacht. So, es ist so entspannend, Musik zu hören. Denkst du nicht? Bin ich absolut deiner Meinung? Ich wusste es. Hier, nimm dies. Das ist, was man eine Jukebox nannte. Eine Maschine, die Musik spielt. Du kannst Musik darauf spielen, wenn du Schallplatten hast. Nutze sie, wie du möchtest. Gegenstände erhalten, Sounddaten 1x1, okay? B. Welches Lied soll abgespielt werden? Was, wenn ich das Lied anhalten? Nee, das Lied geht trotzdem weiter. Szenario. Nehmen wir das hier. Die Melodie kann verändert werden. Normal. Keine Ahnung. Mit Gesang, ohne Gesang. Ach was, jetzt verändert sich das. Das ist ja cool. Oh mein Gott, da haben die ja richtig mitgedacht. Oh, jetzt habe ich natürlich genau die gleiche Musik genommen, oder was? Oh, du gehörst wohl zu Jora. Ich habe gehört, was geschehen ist. Ich handle mit Waffen, wenn dich so etwas interessiert. Welche Art von Waffen? Im Grunde baue ich Relikte der alten Welt nach oder repariere sie. Obwohl mein Werkzeug momentan in ziemlich traurigem Zustand ist, muss ich sagen. Wenn das Wartungsgerät in der Werkzeugkiste da wieder funktionierte, könnte ich wieder Waffen reparieren und verkaufen. Okay, schauen wir uns das mal an. Ja, das sieht wirklich ziemlich hinüber aus. In der Tat, und wie du dir vielleicht denken kannst, bin ich für so delikate Reparaturen nicht gemacht. Soll er selbst hinbekommen? Nein, wir helfen ihm natürlich. Im Ernst, das wäre so eine große Hilfe. Sieht aus, als wäre das Wartungsgerät durchgebrannt. Er muss es also überlastet haben. Ich schätze, 4 komplexe Apparaturen dürften für die Reparatur reichen. Irgendeine Idee, wo ich komplexe Apparaturen finde? Es heißt, in der Ruinenstadt gäbe es welche. Allerdings soll es da auch vor aggressiven Maschinen nur so wimmeln. Die Bitte des Waffenhändlers angenommen. Okay, Nebenaufgabenfortschritt. Deine Nebenaufgabe wurde aktualisiert. Deinen Fortschritt bei den Nebenaufgaben kannst du dir im Aufgabentab des Systemmenüs ansehen. Okay, ich werde auf jeden Fall Nebenquests annehmen. Das ist mir ganz wichtig. Da habe ich auch Lust drauf. Ich möchte nämlich das ganze Spiel in vollen Zügen genießen und nicht nur die Hauptquest. Das wäre für mich persönlich zu langweilig. Okay, wir fragen, reden nochmal mit den anderen jetzt hier. Was wollen die von uns? Händler, willkommen, willkommen. Ich freue mich über jeden neuen Kunden. Du bist so eine Art Händler und versorgst den Widerstand? Korrekt. Jeder Artikel hier wurde von Hand hergestellt, aus herumliegenden Teilen und geplünderten Leichen des Feindes. Also dann zum Geschäft. Was kann ich euch zeigen? Okay, was haben wir denn? Kaufen. Kleine Erholung, mittlere Erholung. Ich glaube, wir nehmen mal so eine mittlere Erholung mit. Ja, warum nicht? Ja, bitte. Tierköder. Einem Tier geben, um es zu reiten. Ach was, okay. Das ist ja cool. Nehmen wir mal 2 von mit. Huch. Können wir vielleicht auch dann Elch reiten? Beutel. Ein Beutel mit einem Duft, den Tiere lieben. Sie werden nicht davonlaufen. Werden wir vielleicht auch so einen Beutel finden? Ach komm, probieren wir einfach mal. Ausverkauft. Okay, müssen wir den jetzt irgendwie... Huch, Entschuldigung. Verkaufst du Plug-in-Chips? Plug-in, das ist auch so eine Plug-in. Du meinst diese kleinen Dinger, die deinem Körper als Power-Up dienen? Leider nicht. Ich würde dir gerne Plug-in-Chips verkaufen, aber dazu fehlen mir die nötigen Rohmaterialien. Also, wenn ich diese Rohmaterialien zufällig bekommen sollte, dann kämen wir sicherlich ins Geschäft. Aber bis dahin, sag mal, ich habe da eine Idee. Was wäre, wenn ihr mir diese Materialien besorgt? Ich habe dieses lahme Bein. Seht ihr? Dieses hier, mein rechtes. Damit komme ich nicht wirklich weit. Kannst du dein Bein nicht einfach reparieren? Immerhin handelst du mit Nachschub und Ersatzteilen.
wenn das so einfach wäre. Leider sind all unsere Teile für den Kriegsbedarf bestimmt. Da bleibt nichts für mich. Ich hoffe, ihr löscht diese Maschinen aus, damit ich wieder auf die Beine komme. Könntet ihr mir bis dahin vielleicht besorgen, was ich brauche? Ja, auch ihm helfen wir? In Ordnung. Ach, tausend Dank. Okay, also ich brauche eine defekte Feder. Was ist denn eine defekte Feder? Ach, ich habe gerade an Feder gedacht. Ich habe letztens Seven Days to Die gespielt. Und da habe ich jetzt an so eine Feder gedacht, wo du Pfeile bauen kannst. Aber mit Feder meint er wahrscheinlich einfach so eine richtig hier aus Stahl, so eine Feder. Oh Gott. Ein kleines Zahnrad und einen defekten Schaltkreis. So etwas bekommst du von Feinden an der großen Lichtung zur Linken, wenn du das Lager verlässt. Target location data obtained. Marking on map. Okay, gut. Das haben wir. Und dann reden wir nochmal mit ihr. Ich glaube, das ist eine. Ja, das ist eine Sie. Huch, ich drücke immer A. Ah, du, gehörst du zur Jora-Einheit? Was ich auf den Kopf trage? Das ist eine auf meinem Kopf platzierte elektromagnetische Absperrvorrichtung, die alle unnötigen Informationen dieser Welt abblockt. Nicht. Nicht witzig. Und, was ist dein Anliegen? Bekümmert dich etwas? Wie speichert man? Okay, wie speichert man? Zunächst einmal musst du wissen, dass dieses Spiel keine Autospeicherungsfunktion hat. Um zu speichern, musst du das Zugriffsgerät dort starten. Wenn das Gerät einmal gestartet ist, solltest du in der Nähe überall speichern können. Um zu speichern, kannst du aus dem Systemmenü eine Schnellspeicherung ausgeführt werden, wenn am oberen rechten Bildschirmrand die Antenne aufgerichtet ist. Du kannst auch das Zugriffsgerät hier benutzen, um zurück zu deiner komischen Weltstation zu kommen. Komische Weltstation. Die anderen Zugriffsgeräte werden derzeit noch gewartet, aber bald solltest du sie ebenfalls benutzen können. Ich sag's nochmal, dieses Spiel besitzt keine Autospeicherung. Autospeicherfunktion. Vergiss das nicht. Die Antenne erscheint nur in gültigen Bereichen, doch wenn man einen Zugriffspunkt aktiviert, sollte der Bereich zum Speichern erweitert werden können. Und wie schon gesagt, es gibt keine Autospeicherfunktion. Okay, was bekümmert uns noch? Was ist ein Zugriffspunkt? Was bedeutet es zu sterben? Okay, wir fragen jetzt mal bitte, weil ich habe absolut keine Ahnung. Ein Zugriffspunkt ist eine für Jora-Einheiten bereitgestellte Vorrichtung. Genau gesagt ist es folgendermaßen. An Zugriffspunkten können Daten gespeichert und E-Mails empfangen werden. Außerhalb des Lagers sind sie als Überreste von Verkaufsautomaten getarnt. Sie haben noch mehr Funktionen, aber das findest du schon selbst raus. Manchmal können Terminals nicht verwendet werden, wenn Feinde in der Nähe sind. Da musst du einfach nur alle Gegner ausschalten. So, was bedeutet es zu sterben? Eine sehr philosophische Frage. Nachdem ein Jora-Körper zerstört wurde, werden nur die gespeicherten Daten in deinen Körper transferiert. Gegenstände werden nicht übertragen. Plug-in-Chips müssen nach dem Tod aus dem früheren Körper geborgen werden. Stirbt man erneut vor dem Einsammeln, gehen alle Plug-in-Chips verloren. Also Vorsicht. Oh, okay, gut zu wissen. Kurzum, du solltest so schnell wie möglich zu deinem früheren Körper zurückkehren. Das ist wirklich interessant, das wusste ich nicht. Wo soll ich jetzt hingehen? Wenn du dich bewegst, solltest du unten rechts eine Minikarte angezeigt werden. Die darin befindlichen Symbole zeigen die Orte, zu denen du gehen solltest. Wenn du der roten Markierung folgst, kommst du auf jeden Fall weiter. Okay, ich leide an Motion Sickness. Ah, solche Systemfragen solltest du drüben im Wartungsshop stellen. Dort erfährst du unter anderem einiges zur Ausrüstung der Körper oder auch zur Anpassung von Pots. Das Spiel ist zu schwer. Okay, das habe ich nicht. Ich habe keine Sorgen. Okay. Das war ein lustiger Plausch. Komm mal wieder vorbei. Gut, dann speichern wir mal. Das war hier hinten anscheinend. Kartenformation freigeschaltet. Schnellspeicherung. Das machen wir doch. Fortschritt speichern. Wunderbar. Haben wir gespeichert? So, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Es ist am Anfang sehr viel, sagen wir mal, sehr viele Informationen, die mich überkommen, die euch wahrscheinlich auch überkommen. Das muss ich auch alles erstmal lesen und verstehen, wie das Spiel funktioniert, auf was ich achten soll. Zum Beispiel das mit dem Sterben wusste ich nicht. Gut, dass ich das jetzt weiß. Und wo ich Sachen ausrüsten kann und wozu dieses Lager hier dient. Und ja, noch andere ganz, ganz viele Dinge, die wir wahrscheinlich noch erfahren werden. Deswegen werde ich dieses Spiel wahrscheinlich lange, lange, lange spielen. Und ich werde etwas brauchen. Jedes Mal,
wenn so ein paar Gespräche hinzugekommen sind, wie jetzt gerade eben, werde ich das Spiel ein bisschen länger spielen, also ein etwas längeres Let's Play als sonst machen. Ich hoffe, das ist okay. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag und wenn ihr mögt, ich würde mich freuen, sehen wir uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!